Benghazi ist die zweitgrößte Stadt in Libyen. 2011 ging von hier die Revolution aus. Doch auf den Sturz Muammar al-Gaddafis folgten blutige Jahre. Tausende starben bei den Kämpfen zwischen den Truppen von Marschall Haftar, dem starken Mann im Osten Libyens, und den islamistischen Milizen. Die Dschihadisten haben den Krieg verloren. Viele von ihnen sitzen heute im Hochsicherheitsgefängnis Kaifia. Zum ersten Mal darf dort gefilmt werden. Doch unser Dreh findet unter bestimmten Bedingungen statt. Wir dürfen nur einige Bereiche der Haftanstalt zeigen und nur mit von der Gefängnisleitung ausgewählten Häftlingen sprechen. General Khaled Majoub ist für die Gefangenen zuständig. Er will uns seine Methode zur Deradikalisierung demonstrieren, moralische Unterweisungen in kleinen Gruppen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ولكن لمجرد ان يحسسوه انه من الممكن ان يصبح بطل ويصبح مناضل ويصبح والتيارات الاسلاميه هذه اللي هي الدينيه تجدف عكس التيار يعني تجدف عكس الدين الاسلامي ما قالش اقتل الناس ما قال ما فيش كلام هذا شفتوا ناس حتى مسجون وما زال مقتنع ما زال يبي ياكد انه هو في اللي يقول حتى كان نطلع يعني ما زال موبوء شكرا Es hört sich nach nicht viel an angesichts dieser radikalen Häftlinge. Doch der General zeigt sich überzeugt. Die wahren Absichten der Behörden sind schwer zu durchschauen. Momentan lassen sie jedenfalls keine dieser Dschihadisten frei. Alle Informationen über das Gefängnis und die Insassen sind vertraulich. Wie viele Häftlinge hier einsitzen, erfahren wir nicht. 2015 warf die Hilfsorganisation Human Rights Watch der Leitung Misshandlungen vor. Bei unserem Dreh zeigt man sich von seiner besten Seite. Hauptmann Bashir Al-Jani führt uns umher. Nur in dieser Zelle dürfen wir filmen. Gut 15 Männer sind dort eingesperrt. Männer jeglichen Alters, verhaftet zwischen 2014 und 2018. Sie stehen im Verdacht, Terrorverbrechen begangen zu haben. اللاري هذه هم أكثر مكان ديما متواجدين فيه يعني يتمشوا فيه رياضة وينشروا في دبشهم يغسلوا في الدبش واللاري هذه من تقريبا من 8 الصبح تقعد مفتوح عليه من عند الساعة 6 Hamid ist 25. 2015 wurde im Zentrum von Benghazi verhaftet. Nur darf mit uns sprechen. مشوا حياتنا عادية وتعلم قراية تعلم حاجة تقرا كتاب الله تقرا حاجة تطلع فما تجيب فطورك تجيب غداك تجيب عشاك في مية في وقت توزع في مية حلوة وهذا يومك ني نربك فخ ماشي ماشي ندي راك تكلم فيه تكلم عن الدين تكلم فيه عن مواضيع دينا وتكلم انصح فيك نصيحة وصبر الحبس واصبر روح هذه النصائح تنصح والله اصبر اصبر حاسة ان شاء الله اصبر وباذن الله من عدالة الدولة قلت لك باذن الله حنطلع
وقال مش نمشي المحكمة وبدنا نلم على دور نطلع. Nach fünf Jahren Haft ist Hamid noch immer nicht verurteilt. Aber in zwei Tagen beginnt endlich sein Prozess. Man wirft ihm vor, eine führende Rolle innerhalb der Terrorgruppe Ansar al-Sharia gespielt zu haben, was er bestreitet. Schuldig oder unschuldig? Menschenrechtsorganisationen beklagen viele willkürliche Verhaftungen bei der Wiedereroberung Ostlibyens durch die libysche Nationale Befreiungsarmee. Die Behörden hingegen behaupten, in jedem Einzelfall gründlich zu ermitteln. Wir werden Mohammed vorgestellt, einem weiteren Gefangenen. Er wurde schon zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen Mitgliedschaft beim IS. Was er zugibt. Vor der Kamera, besonders vor seinen Wächtern, freut er sich beinahe hier zu sein. Einmal pro Monat haben die Gefangenen Anrecht auf einen Besuch. Kein Gesprächsraum. Nur ein paar Minuten und streng bewacht. Heute sieht Mohammed seinen Vater. Sein Vater hat ihm etwas mitgebracht. Erfreuliche Noten. Mohammeds Vater ist stolz auf ihn. Trotz allem. قانون مراكز الجنسية على قانون انجليزي مادة انجليزي رقم 2 قانون قانون حقوق الانسان قانون الاوراق التجارية هذين المواد. Lange dauert der Besuch nicht. Das Gefängnisleben nimmt seinen Lauf. توصل طيب ان شاء الله بقى. ها خذنا معك خلاص خليهم يفتشون وخذنا معك. Die Wirklichkeit im Gefängnis ist ohne Zweifel härter als das, was wir filmen konnten. Doch für die Behörden sind die Haftbedingungen ohnehin zweitrangig. Denn Benghazi wurde vom Krieg verwüstet. Die Spuren der Kämpfe sieht man überall. Nach der Revolution von 2011 fällt ein Teil des Landes in die Hände islamistischer Milizen. Marschall Haftar, ein ehemaliger Offizier Gaddafis, der die Seiten wechselte, beschließt, sie zu bekämpfen. Der Krieg zieht sich über 4 Jahre hin. General Khaled Majoub, heute Deradikalisierungsbeauftragter, kämpfte damals an seiner Seite. Viele Männer hat der General verloren.
Und bis heute hasst er die Dschihadisten abgrundtief. هذا آخر معقل للدوعش تم فيه الإعلان إنهاء الأعمال القتالية وتحرير بنغازي والقضاء على ما تبقى من ميليشيات. طبعا الجماعات فيه اللي قحتفة انتهى مات والذين تم القبض عليهم تم إحالتهم إلى السجن. Zurück im Gefängnis von Kolfia. عبد العزيز محجوب ولا لا؟ سعيد محمد سعيد اللافي. 16 Gefangene sind im Hof versammelt. Nach dem Appell kettet man sie mit Handschellen aneinander, immer zu zweit. Man bringt sie zum Militärgerichtshof in einem anderen Flügel des Baus. Einige stehen heute zum allerersten Mal vor einem Richter, nach jahrelanger Haft. In Käfigen führt man die Gefangenen den Richtern vor. Unter ihnen Hamid. Seit 5 Jahren beteuert er seine Unschuld. Sie dürfen nur wenige Worte sagen, nach Jahren erzwungenen Schweigens. Zum ersten und vielleicht letzten Mal können sie sich beschweren über erlittene Misshandlungen. Nun ist Hamid an der Reihe. Seine Pflichtverteidigerin spricht für ihn. Gleiche Verteidigungslinie wie für die anderen. Zwangsgeständnisse sind wertlos. للإذلاء بأقوال مغايرة للحقيقة. المتهم عندما استأنس سيد رئيس لنزاهة النيابة العسكرية عدل عن اعترافاته التي كانت تحت الإكراه والتعذيب كما ذكرها المتهم. نخلص سيد رئيس إلى مطالبنا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. Das Plädoyer jedoch scheint die Richter nicht zu überzeugen. Und hier in Libyen bedeutet das Todesstrafe. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Trotz allem will seine Anwältin die positiven Punkte herausstreichen. نشطين يعني مع القضاء في يعني سير العدالة وفق الإطار الصحيح لإرساء دولة القانون والعدالة. نحن أهم شيء أن نحن نمشوا على حتى وإذ كنا في البداية نحبو، ولكن الآن أرى أن فيه نشاط وفيه يعني حافز حتى لنا نحن أن نحن نترافع بقوة وبدون أي خوف وبدون أي رهبة وبدون أي يعني حتى الأولياء الدم أنفسهم أو كذا يعني في الخارج يعني هم يبغوا يظهروا الحقيقة. Eine fragile Justiz. Aber wie soll man auch gerecht urteilen, wenn die Straße die Köpfe der Dschihadisten fordert? Im Zentrum von Benghazi demonstrieren jeden Freitag nach dem großen Gebet hunderte Menschen. Sie schwenken die Porträts ihrer von islamistischen Milizen getöteten Angehörigen und schreien nach Rache. Ayman ist bei jeder Demo dabei.
Sein bester Freund Ihab starb in einem Hinterhalt. Er kämpfte mit den Streitkräften von Marschall Haftar. أنا نبيب عندهم عيش يوقفوا فيهم يسمنوا فيهم. داعش كلب خاين ضرب قف الميدان قتل ليبيا كلها كملوا شبابنا. ما عندي عليش نتحاور معهم ولا ناخذ منهم من التحقيقات، ما عندي ما ندير بهم، ما فيش تحقيق، الإناث باين. كل شيء باين قدامنا. أقتله في الميدان أخرى، في الميدان قدام الشعب. بيش أمهات الشهداء تبرد النار اللي عندهم جوا. In Libyen sind die Wunden noch lange nicht verheilt. Zwar schweigen die Waffen in Benghazi. In der Hauptstadt Tripolis jedoch, wo die Milizen sich noch immer bekämpfen, sterben weiter Menschen. Tags darauf treffen wir Ayman noch einmal. Er besucht die Familie seines Freundes Ihab. Vor dem Haus erinnert ein Schild an ihn mit seinem Namen und dem Datum, an dem er starb. Er wurde 23. Die Mauern hier hängen voller Porträts von Märtyrern des Krieges. Ayman trifft sich mit Ihabs Brüdern und dessen Vater Rajab. Rajab, der Vater, kann den Tod seines Sohnes nicht verwinden. والله يزعل ما فوق ما تصور يعني ما نقدرش نحكم عليه من القانون اللي ياخذ المجرى بتاعهم نحكم بما يرضي الله بكتاب الله بما يرضي الله القاتل يقتل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Die Behörden stehen vor einer unlösbaren Aufgabe. Was tun mit den in der Bevölkerung so verhassten libyschen Häftlingen? Und was tun mit den ausländischen Gefangenen, die hier im Land den Heiligen Krieg ausrufen wollten? Viele sitzen im Gefängnis. Die meisten stammen aus Nachbarländern wie Ägypten, Tunesien, Algerien, Sudan oder dem Tschad. Einige sind auch Europäer. Die Gefängnisleitung ist hilflos. يعني عبر العالم يعتبروا يعني مش مختلف الجنسيات متاع العالم مطلوبين على مستوى العالم كلهم يجوا ويقعدوا عندنا هنا في ليبيا مارسوا الأعمال الإرهابية مارسوا القتل الاختطاف الابتزاز وهذا إرهاب عبر القارات يعني ونتمنى نحن نقضي عليه في ليبيا قبل ما ينتشر في دول أوروبا وفي دول الجوار. Gut 30 der ausländischen Gefangenen sind Frauen, oft die Ehefrauen von Dschihadisten. Wir dürfen das Verhör einer dieser Frauen filmen. Sie ist Ägypterin und hat in Nordafrika angeblich ein führendes Al-Qaida-Mitglied geheiratet, das noch immer auf der Flucht ist. Die Ermittler verdächtigen sie, den Nachfolger Osama bin Ladens, Ayman el-Zawahiri, getroffen zu haben. Heute befragen sie sie über die Reiseroute von einem ihr bekannten Dschihadisten. مختار قال لي انت ما وقت تنظيم القاعدة هو عايز يبعت له رسالة مختار لأي نظار يطلب منه ان هو يطلع في مقطع يبث الشباب على الذهاب لمالي. Ende des Verhörs. Mehr erfahren wir nicht. Sie geht zurück in den Frauentrakt des Gefängnisses.
Der Hauptmann bringt uns in einen Verhörraum mit ausländischen Gefangenen. Die meisten von ihnen sind Tunesier. عندنا 14 من الجنسيات التونسية المنضمين للجماعات الإرهابية وعندنا الخامس هذا ياسين جزائري فرنسي جنسية حتى هو من ضمن الجماعة اللي منضمين للجماعات الإرهابية. Ein Franzose im Gefängnis der Dschihadisten. J'étais incarcéré dans une prison en France dans une affaire dans le cadre de trafic de stupéfiants. J'avais une seconde affaire où j'ai été déféré au parquet et je me suis évadé du tribunal avec un passeport algérien. Je suis passé par l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. J'ai pris le bateau en Italie. Ensuite, je suis rentré en Tunisie et j'ai gagné la frontière algérienne par la Tunisie. Ensuite, je suis rentré en Libye. Yassin gibt zu, dass er sich den Dschihadisten anschließen wollte. Doch bevor er kämpfen konnte, wurde er angeblich verhaftet. Viel sagt er nicht vor der Kamera, aber er will hier unbedingt raus. Donc on vous a dit combien de temps vous alliez rester ici? Non, on m'a pas dit. On m'a pas dit. Et pour l'instant, vous attendez quoi? J'attends. Moi, je veux le transfert en France ou en Algérie, peu importe. Donc ça reste difficile ici aussi. C'est quand même difficile ici. Il y a des conditions qu'on a dans les pays des droits de l'homme. Auch die Tunesier sagen nichts zu ihren Haftbedingungen. تم القبض علي في حدود الليبية السودانية مجموعة معي ثلاث شباب. وبعد تم نقلنا للسجن الجنوب الليبي للسجن الغازي. بأي تهمة؟ تنظيم القاعدة المغرب الإسلامي. وهل كنتم مع تنظيم القاعدة؟ نعم. لحد الآن ما فيش محاكمة، ما نعرفش مصير، ما فيش في تحقيق فقط. أنا أتمنى الحقيقة يسلمون بلدنا تونس، قل نشوف أهلنا، فهمت، يزورونا، فهمت، لأن هنا ثلاث سنوات وما أهلنا ما يعلموش علينا شيء. Die libyschen Behörden geben an, sie hätten die betreffenden Länder, besonders Frankreich, informiert, jedoch keine Antwort erhalten. Allzu bald werden die ausländischen Gefangenen wohl nicht ausgeliefert. Nach all den Jahren des Krieges haben die Menschen in Benghazi eine gewisse Unbeschwertheit wiedergewonnen. Einen Teil der Stadt hat man wieder aufgebaut. Die Parks, die die Islamisten geschlossen hatten, sind wieder geöffnet. Früher war das Straßenbild von Soldaten geprägt. Heute wirkt es anders, wie dieses Autotreffen im Zentrum zeigt. Doch noch immer lauern die Zellen der Dschihadisten im Land. Tausende Gefangene mit ungewisser Zukunft sitzen in den Gefängnissen. Libyen hat den Terrorismus wohl noch lange nicht besiegt.